Servus zusammen, hallo und salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Freitag, es ist der 22. Mai. Heute vor 19 Jahren wurde ich das erste Mal Vater. Ist das doch ein Freudentag, oder? Ist doch viel cooler als Börse oder sonst was. Wir haben 17.22 Uhr. Jawohl, ich mache diesen Film vor dem Schlusskurs Xetra. Eben weil heute am 22. Mai ich vor 19 Jahren Vater wurde und ich mir jetzt den Spross schnappe zusammen mit dem Rest der Familie und wir werden das jetzt hier zelebrieren. Deswegen bin ich hier eine Runde schneller. Ich werde die Schlusskurse nicht hier hineinnehmen können. In diesem Film geht es um den DAX und ich versuche ihn relativ kurz zu machen. Können Sie sich noch an letzte Woche erinnern? Da hatte ich auch hier so zwei Linien drin. Die untere war 10.140 und der Film, das war hier, das haben wir da gemacht. Da habe ich gesagt, das ist zwar ein Doji, aber der ist hier falsch platziert. Da habe ich gesagt, und dieser Punkt hier oben ist wichtig, da kannten wir es ja nicht. Was hat der Sack gemacht? Ich habe gesagt, 11.236 ist mit Schlusskurs zu überbieten. Er war mal ganz kurz 11.246. Und dann verließen sie ihn. Also der hat mich mal um 10 Punkte getäuscht. Der Sack geht gar nicht. Es ist so, dass ich weiß, dass es einem sehr, sehr schwer fällt, den Schluss einer betrachteten Zeiteinheit, wie zum Beispiel Tag, abzuwarten. Ja? Ich sage dann gern bei Schülern immer, hier steht das Wort Geduld, kauf doch mal ein G. Ja, das ist so. Wenn Sie diese Geduld so nicht haben, ich kann das verstehen, dann sollte wenigstens die 4-Stunden-Kerze in diesem Fall über der 11.236 geschlossen haben. Hat sie nämlich auch nicht. So, und wie sieht es aus? Wir haben nach wie vor, befinden wir uns in diesem Minischlauch hier, die Bänder werden immer enger. Ich bin nach wie vor der Meinung, der DAX bereitet was ganz Schmutziges vor. Wir sind seit dem 7.4. in dieser Seitwärtsphase, also über einen Monat, das ist lange. Sehr lange für diese extreme Bewegung hier. Das zeigt für mich die Orientierungslosigkeit, die Ideenlosigkeit der Händler. Jeden Tag kommen neue Zahlen, manche überraschen positiv, die meisten allerdings noch negativer, als sie eh schon negativ erwartet wurden. Gut, rein vom Chart her gelten diese zwei Punkte nach wie vor. Wir haben unten die 10.140 und wir haben oben die 11.236. Schlusskurskerze, mindestens 4 Stunden. Vorher ist das hier ein Non-Event. Ja, da können Sie sich richtig aufreiben, auch wenn der Montag natürlich ein Weltklasse-Tag war. In Seitwärtsphasen können gleitende Durchschnitte hier oben oder Trendfolgemodelle insgesamt nicht überleben. Das ist der Moment, in dem die Geld verlieren. Sie verlieren hier mit beiden seit ganz grob 6 Wochen Geld, wenn Sie danach handeln würden. Die Stochastik gilt als hoch, dreht auch ein bisschen runter, ist für mich noch nicht ein nennenswertes Verkaufssignal. Nochmal, ich mache es wirklich davon abhängig, schließen wir über der 11.236 oder unter der 10.140. Ich habe keine Ahnung, was am Wochenende passieren wird. Gibt es da wieder ein USA-China-Battle? Gibt es da ein Macron-Merkel gegen den Rest der von Europa-Battle? Ich habe keine Ahnung. Je ne sais rien du tout. Auch ich bin hier gezwungen, Geduld zu machen. Was mir Spaß macht, ist, dass mal wieder Biergärten offen sind, dass Restaurants offen sind, auch unter Auflagen. Das finde ich sehr cool. Jetzt kommen bald ich glaube, es ist Ende nächster Woche, kommen bald die Hotels dazu. Ich hoffe, das ist ein ganzer Punkt an Normalität, der dann wieder zurückkommt. Ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht. Also ich habe mich im Index völlig raus, ich bin eher in Einzelwerten dabei. Für die Long-Orientierten von euch habe ich diese Option hier. Das ist ein Call von Goldman Open End, 10.151. Ich habe vorhin den Kurs genannt, 10.140. Ja. Ich finde die trotzdem in Ordnung, die ist schön weit weg. Das ist lediglich mal ein 12er Hebel, 10.151er K.O. Call mit der Kennnummer GC18Q4. Das ist für den Fall, dass wir hier drüber gehen. Wenn wir hier drüber gehen, kann man auch dann kurz entschlossen einen K.O., einen Knockout nehmen, der knapp unter der 20-Tage-Linie liegt. Dann, wenn wir da drüber gehen, halte ich es zumindest für sehr wahrscheinlich, dass wir den Bereich 11.700 auch sehen. Ja, also dann gibt der kurzfristig mal Gas, dann kann wieder so eine Kerze hier entstehen. Schauen wir mal nach dem Put. Da bleibe ich jetzt auch mal mit so einem 12er Hebel dabei. 12.101 ist die 200-Tage-Linie. 12.101.
Und da muss ich einen Hebel von 11 nehmen. Nee, reicht nicht ganz. Muss ich einen von 10 nehmen. Das ist hier sowas. 12.179 liegt hinter der 200-Tage-Linie. Die wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, ganz sicher. So, da haben wir hier die CH0 Gustav DY. 12.179,28. Im Moment ein 10er Hebel von Goldman Sachs. Für den Fall, dass wir hier drunter gehen. Aber auch hier, wenn wir das machen, dann kann man kurz entschlossen eins hinter der 20-Tage-Linie suchen. Ja, das vielleicht mal so als die 20-Tage-Linie als kleine Hilfe nehmen. Hey, ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute, haut rein, bleibt gesund und auf nächste Woche. Bye, bye, ciao.